Brooklyn plus Nicola Peltz-Beckham, Hochzeitsdrama, heuern Prinz Andrews Anwalt an. Es sollte der schönste Tag ihres Lebens sein, nun entwickelt sich die rauschende Hochzeitsfeier. Die Nicola, 28, und Brooklyn Peltz-Beckham, 24, vor einem Jahr in Florida feierten. Rückblickend zum Albtraum. Während der Vorbereitungen kam es offenbar zu Komplikationen. Ganze drei Agenturen wurden beauftragt. Gegen eine von ihnen reichte Nicolas Vater jüngst Klage ein. Die wiederum klagt zurück. Nun soll Nicolas Vater den Anwalt von Prinz Andrew, 63, angeheuert haben, und der ist berühmt-berüchtigt. Marty Singer trägt nicht umsonst den Spitznamen Madoc, DT verrückter Hund. Der offenbar ziemlich bissige Anwalt verlangt umgerechnet rund 900 Euro pro Stunde und setzte sich zuvor bereits für einige Berühmtheiten wie Sylvester Stallone, 76, Charlie Sheen, 57, Bill Cosby, 85, oder Prinz Andrew vor Gericht ein. Singer ist berühmt für sein Pitbull-Taktik. Und das ist es, was Nicola sucht. Dieser laufende Rechtsfall hat das Potenzial, ihren Ruf wirklich zu schädigen, und sie nimmt es nicht auf die leichte Schulter. Also hat sie die großen Geschütze aufgefahren, erklärt ein Insider gegenüber Mira. Er ist wild in juristischen Auseinandersetzungen und sein Ruf eilt ihm voraus. Ihn zu engagieren wird Millionen kosten. Aber sie und ihre Familie sind der Meinung, dass es das Geld wert ist. Anführungszeichen. Dabei geht es in dem Rechtsstreit mit der Agentur Plan Design Events um eine sehr viel geringere Summe. Zum Hintergrund: Der Brautvater Nelson Peltz, 80, hatte ursprünglich im Dezember 2022 eine Klage gegen Nicolas und Brooklyns Hochzeitsplanerinnen Ariana Grijalba und Nicole Brakin und deren Firma eingereicht. Um die 159.0 Dollar, umgerechnet rund 150.000 Euro, an Zahlung zurückzubekommen, die er vorab geleistet hatte. Die beiden Frauen wurden nach rund einer Woche schon wieder von ihrem Auftrag entlassen. Eine neue Planerin wurde beauftragt. Grijalba und Brakin reagierten prompt mit einer Gegenklage, in der sie sich auf Vertragsbruch beriefen. Im Zuge dessen wurden Chatverläufe zwischen den Planerinnen mit Nicola und ihrer Mutter veröffentlicht. Pikante Details kamen dabei ans Licht, die das große Hochzeitsfest im Nachhinein überschatten. In den Dokumenten werden Nicola und Claudia als dritte Parteien genannt. Ein Umstand, den Nelson Peltz schnellstmöglich abwenden will, er stellte laut People am Donnerstag, 9. März 2023, Antrag darauf, dass Nicola und ihre Mutter Claudia Peltz nach böswilligen und gemeinen Anschuldigungen von weiteren Gerichtsverfahren ausgenommen werden sollen. Seine Anwälte Michael N. Kreitzer und James J. Diamond erklären darin, dass Claudia und Nicola nicht in den ursprünglichen Vertrag zwischen Nelson und Plan Design Events involviert waren und daher nicht in die Klage einbezogen werden sollten. PDE, Plan Design Events, sind sich bewusst, dass ihre Anschuldigungen haltlos sind und versuchen auf beschämende Weise, Nicola in einem äußerst negativen Licht darzustellen, um die Medien anzulocken und Herrn Peltz hoffentlich unter Druck zu setzen, damit er seine wohlbegründeten Forderungen gegen PDE zurückzieht, heißt es in den Papieren von Peltz Anwaltsteam. Obwohl dies für die Boulevardpresse maßgeschneidert wurde, könnte es nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Anführungszeichen. In ihrer Gegenklage, die die Planerinnen im Februar in Miami eingereicht hatten, behaupteten sie unter anderem, Claudia Peltz habe die Höhe der Ausgaben vor ihrem Ehemann verheimlichen wollen und Brakin und Grijalba gebeten, das Geheimnis zu bewahren. Es wird angenommen, dass Nelson Peltz mehr als 100.000 Dollar plus Reisekosten für Nicolas Haare und Make-up für die Hochzeit bezahlt hat, hieß es in der Gegenklage. Claudia erwähnte gegenüber einer der Planerinnen, dass Nelson die Kosten für die Haare und das Make-up nicht erfahren dürfe, sonst würde er sie umbringen und so wütend sein. Außerdem,
So die Behauptung der beiden Planerinnen, hätten sowohl Claudia als auch Nicola darauf bestanden, dass Victoria Beckham, Brooklyns Mutter, nichts von internen Fehlern bei der Planung der Hochzeit ihres Sohnes wissen durfte. Auch nicht von Fehlern auf der Gästeliste. Familie Peltz habe immer wieder Änderungen an der Gästeliste vorgenommen, was es für sie schwierig gemacht habe, den Überblick zu behalten. Insgesamt drei Agenturen hatten Brooklyn und Nicola Peltz Beckham mit ihrer Hochzeitsplanung beauftragt. Der erste Hochzeitsplaner, Preston Bailey, war wegen Überlastung von dem Auftrag zurückgetreten, wie er selbst gegenüber Page Six bestätigte. Nach Entlassung von Plan Design Events, die laut Nelson Peltz erster Klage keine Dienstleistungen von Wert erbracht hatten, wurde Michelle Rago engagiert, um die Vorbereitungen für die dreitägige Luxushochzeit abzuschließen. Verwendete Quelle: People.com, Page6.com, Miracook.